Vögelnd geht's in den neuen Part mit Lucius. Was soll ich sonst dazu sagen? So, wir gehen mal ins Arbeitszimmer vom Großvater. Und, ja. Wo wohnt er denn? Was mach ich denn jetzt mal? Hast du denn Theo? Hab ich. Onkel Tom gesehen? Ja. Den habe ich gesehen. Und wie ich den gesehen habe. Jovita, das könnte in die Hose gehen. Das ist unser Zimmer. Was machen wir denn in unserem Zimmer? Irgendwo hier sind die blöden Ohrringe. Ich weiß es doch. Aber jeder würde bestimmt hier erstmal bei den Schränken gucken. Nur irgendwie haben sie trotzdem nicht gefunden. Dann Tio? Tio, Jeo. Und wie sie alle hießen. Ich glaube, das ist unterm Bett, könnten die sein. Bestimmt unterm Bett. Schon deinen Onkel gesehen? Ja. Der vögelt die andere Haushälterin. Kannst ja mal nachgucken. So. Was haben wir hier? Schuhe. Oh, ich habe alle Papas Schuhe durcheinander gebracht. Du benötigst ein Opfer, um die Macht wiederherzustellen. Wieso? Ist doch gar nichts los hier. Sag doch mal was dazu. Weil das hier die... Weiß ich auch nicht. Großvater! So, Jovita. Jovita! Ich habe Onkel Tom mit Susan gesehen, wenn ich das wieder zeigen könnte. Ich glaube, Großvater hat oben in seinem Arbeitszimmer eine Kamera. Großvater. Großvater. Ach, das wird mir sogar angezeigt. Oder was? Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom? Soll die hier sein, die Kamera? Ist das hier das Zimmer vom Großvater? Echt jetzt? Glaub nicht, oder? Warum sind die hier? Warum ist die hier zu? Die eine, die ist zu. Verriegelt. Aber da hinten liegt doch ein Schlüssel. War da was drinne? Nee. Ich glaube dann, verriegelt, verriegelt. Aber da ist doch ein Schlüssel. Könnte das der nicht sein? Wenn es nicht so ruckeln würde, dann könnte ich den Schlüssel auch nehmen. Nein, kann ich nicht. Ich habe das schon tausendmal probiert. Sind wir denn richtig hier? Ach, die zeigen mir immer nur Jovita an, weil das jetzt unsere Quest ist oder was? Nee, dann suchen wir mal auf eigene Faust das Zimmer. Wo ist denn, wo hat denn der seine Kamera? Weiß ich. Ich habe keine Ahnung, welches das Zimmer von ihm ist. Ist das hier von Onkel Blups Großvater? Nee, Großvater Arbeitszimmer. Ein Arbeitszimmer sieht anders aus. Guestroom. Guestroom. Hm. Jetzt sind wir bei uns wieder, ne? Ja. Nee, ich glaube, wir sind hier ein bisschen falsch. Liegt da was auf dem Boden? Ein Spielzeugauto. Das geht nicht. Lass es fallen, Lucius. Das gehört hier gar nicht hin. Das weißt du ganz genau. Du sollst dein Zimmer nämlich immer aufräumen. Mann, Mann, Mann. Wo hat Vater sein Großzimmer? Keine Ahnung. Das hier vielleicht? Irgendeins dieser mit Schreibtisch und so. Weißt du? Hm. Irgendeines dieser anderen Räume wird es sein. Hier, das hier vielleicht? Weiß nicht, welches vom Großvater das Zimmer ist. Wenn wir hier irgendwie sowas finden, wäre cool.
Kamera. Sieht doch so ein bisschen nach seinem Zimmer aus. Vielleicht hat ja auch jemand von den Hausmädels, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Die Ohrringe geklaut. Die müssen ja gar nicht hier sein. Oder die sind wirklich nur irgendwo zwischengerutscht. Auf jeden Fall hatte uns unsere komische Spieluhr ja was angezeigt. Guck mal, das sieht doch voll nach seinem Arbeitszimmer aus. Ist hier nicht irgendwo eine Kamera? Oder hier? Ich habe jetzt so viel schon abgegrast. Ich glaube auch, wenn das die dann nicht unbedingt im Schrank irgendwo liegt. Manu. Was ist das hier eigentlich? Ich weiß nicht, was das... Cola? Ich weiß es doch nicht. Hier ist ein Glas. Kannst du mal kaputt machen? Ja, nimm, du Schiss und lass einfach fallen. Das kannst du ja so gut. So, jetzt haben wir den Fernseher noch angemacht. Was ist das? Wo? Oh, okay. Ja. Natürlich doof, dass ich jetzt nicht weiß, welches das Arbeitszimmer ist. Ich weiß jetzt von der Agnes, das aber... Großvater, Arbeitszimmer. Es könnte jedes dieser Zimmer irgendwie sein, so gefühlt. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wer der Großvater jetzt ist, wenn ich ehrlich bin. Da ist Jovita, die Alte. Ist das hier in der Nähe? Es kann doch nicht so weit weg sein. Oder ist es unten? Ich meine, das Arbeitszimmer kann überall sein, ganz ehrlich. Da sind die, da poppen die. Nee, hier wohnt ja nicht der Großvater. Der Großvater hat doch bestimmt einen ganz anderen Trakt, Lobby. Wo? Die zeigen mir ja nur wieder Jovita an. Da ist die Bibliothek. Ist es in der Nähe von der Bibliothek gewesen, sein Zimmer? Ich habe keine Ahnung. Wo das Zimmer vom Opa ist. Nee. Ja. Ich dachte mal, ich laufe jetzt mal Richtung Bibliothek. Oder so. Gucken mal, ob ich hier ein Zimmer finde. Hier ist der Alistair gewesen. Da war er mal. Oben, war das oben? Oben, so ein bisschen über der Bibliothek. Kann das sein? Das könnte natürlich sein. Dann müssen wir nach oben. Mal hier hoch. Oh Mann. Hier kann man sich verlaufen ohne Ende. Doch keine Ahnung, wo der sein scheiß Zimmer hat. Kamera. Voll blöd, dass wir die jetzt suchen. Hören die Kruzifixe hier eigentlich mal auf? Also wirklich. Ich habe euch das jetzt schon so oft gesagt. Ich dulde das nicht. Ich habe das doch jetzt umgedreht. Ja. So. So möchte ich das haben. Ja. Dann mal wieder rauf. Kleine Runde gedreht. Hat nichts gebracht, nehme ich mal an. Weil wir nämlich auf die andere Seite sollen. Guck mal, da ist aber... Da wird doch ein Opa angezeigt, oder? Soll das ein Opa darstellen? Ja, ne?
da wo auch das andere Ouija-Brett ist mit dem Sektglas und dem Opa, müssen wir nur auf die andere Seite, wie ich gedacht habe. Da komm, das kriegen wir wohin. So, jetzt komm. Tut mir leid, dass ich hier jetzt gerade so ein bisschen kreuz und quer laufe, aber dafür habe ich ja schnell gecuttet gehabt mit den Rätseln, was natürlich nicht wirklich besser ist, aber... Aber eigentlich versuche ich immer möglichst schnell hier voranzukommen. So, genau, du läufst jetzt aber weiter da lang, bitte, Lucius. Ich bin der Lucius, ich bin der Lucius. Der kleine Satansbraten. So, und hier wurde doch gerade eben noch ein Opa angezeigt. Oder was? Wollen die mich verarschen? Hier war ich doch schon. Hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass er hier sein Zimmer irgendwo in der Nähe hat. Und die zeigen mir nur immer Jovita an. Jovita interessiert mich nicht. Wir können da, da können wir in den Keller, ne? Oder? Können wir da hoch oder runter? Jetzt bin ich verwirrt. Wenn ich jetzt hier durchlaufe, durch die Bibliothek, kann ich dann runter oder hoch? Hoch. Ja, das ist gut, weil vielleicht hat er hier sein Zimmer. Weißt du? Weil hier waren wir noch nicht so oft. Hm. Hat er hier sein Zimmer? Guck mal, das sieht doch gut aus. Hey, mein Charles. Junge, ich weiß, ich habe versprochen, Zeit mit dir zu verbringen, aber Papa ich kann jetzt wirklich nicht. Papa hat nie Zeit. Für uns? Irgendwo ist hier ein... Hat der ein Foto von uns hier stehen? Nein. Voll unfair. Der liebt uns gar nicht. Papa liebt mich nicht. Da sind Kinderzeichnungen von Lucius, oder? Dad! Und überall dasselbe Foto. Guck mal, da steht dasselbe Foto von ihr. Genauso wie da hinten auch. Ja, toll. Charles, also der Papa hat hier sein Zimmer. Ja, das müssen wir uns mal merken. Da ist ein Tresor. Hm? Wer ist mit 666? Hm? Und einfach mal raten. Sechs, sechs, sechs. Sechs, sechs, sechs. Wollen wir wetten? Sechs? Aber sechs ist richtig. Ey, das kriege ich noch hin. Den blöden Tresor links. Also sechs, sechs. Nehmen wir mal hier acht. Das ist auch gut. Aber immerhin, die ersten zwei Zahlen habe ich schon. Fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunundzwanzig. Wie weit geht denn das? Okay, das sind so viele Möglichkeiten. Aber es fängt mit sechs, sechs an. Die dritte Zahl ist aber leider keine sechs. Wo ist jetzt hier ein... Wo ist jetzt hier ein Kreuz? Die Schweinebacken. Und wo ist das Zimmer von Opa? Störe jemand anderen, zum Beispiel Tom. Hör mal auf, mich so anzumachen, Papa. Ich bin dein Sohn. Daddy, ich bin dein Sohn. Guck mal hier. Fabius, ich weiß, ne? Was hier vorgeht. Ich bin jetzt ein Monat hier. Was glauben Sie, wie lange Sie eine wertvolle Polizeiressource als Aufpasser dieses Snobs verschwenden können? Und hier war Agnes. Ich war irgendwo, hier muss doch ein... Muss doch auch... Weiß ich nicht, wenn der Opa nicht sein Zimmer hier hat, dann muss doch irgendwo hier. Mann, ja, ist ja gut. Ja, hier geht's nur immer runter. So langsam kenne ich die Flure natürlich, aber... Ist dir gut, Junge? Wo geht der jetzt hin?
unterhalten sich gerade Erwachsene. Ja, die Frage ist halt, wo, wie. Ich suche mal das Zimmer vom Opa, sonst ist der Part hier vorbei und ich suche das Zimmer immer noch. Bis gleich. Okay, ich muss nicht suchen, wir sind schon im richtigen Raum, weil das ist der Opa und da oben ist die Kamera. Ja, das ist schlau gewesen jetzt von mir, aber immerhin hat sich die Arbeit gelohnt, hier rumzusuchen, weil ich habe das Zimmer alleine gefunden. So, nimmst du sie jetzt auch mal oder kriegst du es nicht hin? Diddledim. Nimm die Kamera. Können wir die uns runterholen lassen? Müssen wir ihn vielleicht manipulieren? Der soll uns die geben, kann das sein? Ich weiß, was hier vorgeht. Du weißt gar nichts. Ich weiß es. Du weißt nichts, John Schnee. Zeichen. Sein Geist ist zu stark für die Gedankenkontrolle. Dann hol dir das Ding doch mal runter. Hier mit Special Dingens. Ach so, ich habe die ganze Zeit das Ding hier in der Hand. Ach so, dann können wir die damit da runterkicken. Ich denke, was mache ich hier bitte? Ihr wisst ja, dass ich da richtig gut drin bin. Bisschen noch dahin. Und jetzt holter die Polter. Guck mal, er hat schon berührt. Das war schon mal gar nicht schlecht. Hallo, Junge. Es scheint alles gut zu laufen. Kannst du mal bitte weggehen, Opa? Ich muss hier so ein bisschen gerade meine Magic-Kraft probieren. So, nochmal. Wusches. Schnell. Wusches. Ich sehe nichts. Wo ist es denn, das Ding? Oh Mann, wo ist es denn jetzt? Wo habe ich das jetzt hingeklötert? Wo ist denn jetzt dieser doofe Kopf? Jetzt habe ich den hier irgendwo hingekickt und weiß nicht wohin. Ich weiß, was. Oh, kann der Opa mal gehen? Ich weiß es. Ja, geh jetzt. Ich sah die Zeichen. Lass mich. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Da ist er doch. Er ist ein bisschen nah dran. Was habe ich denn da in der Hand? Eine Untertasse, toll, Lucius. Klasse. Klasse Aktion. Oh. Wartet mal kurz. So, das Ganze nochmal. Oh ja, nerv mich nicht. Alles gut zu laufen. Da ist die Kamera runtergepurzelt, Opa. Ich räume das nur mal eben weg. Okay, ich bin noch nicht gestorben. Das ist schön. Kann ich die bitte jetzt nehmen? Na also. Ich hab die olle Kamera. Und jetzt bloß weg hier. Wir haben, was wir wollen. Du sprichst nicht viel. Jetzt sind das wieder 60 FPS und dann geht das wieder runter und ruckelt dann auf einmal wieder voll. Das ist nervlich voll bei diesem Spiel. Das habe ich noch nie so extrem bei irgendeinem Spiel erlebt. Das soll schon was heißen. Aber ich laufe einfach weiter. Deswegen habe ich nur gerade den Cut gemacht, weil es nervt mich einfach irgendwann, wenn ich gar nichts mehr erkennen kann. So kann ich nicht spielen. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Ach ja, ich soll ein Foto von den beiden Versauten machen, ne? Da geht's los, Leute. So, kann ich mir das jetzt mal nehmen? Mhm. Das ist nichts. Nö. Mach dir keine Sorgen. So, ich möchte aber gern ein Foto machen von euch, Perversen. Geht das? Nein, uns sieht keiner. Können wir das... Die,
Kamera ist nicht geladen. Wie ist nicht geladen? Was muss ich da machen für? Was muss ich jetzt dafür machen? Sofortbildkamera. Das Papier scheint leer zu sein. Oh, warte mal. Fotopapier hatte ich aber irgendwo schon mal gesehen. Haben wir das nicht sogar eingesammelt? Ja. Nein, hier. Genau das. Das haben wir Gott sei Dank eingesammelt. Das ist nichts. Gott sei Dank. Okay, warte. Da. Das. Wie kann ich das jetzt kombinieren nochmal? Ja, funktioniert gut. Ich probiere hier gerade irgendwie das alles durch. Das war doch gerade schon rot. Wie habe ich das hinbekommen? Wie? Also mit X geht das einfach wieder weg. Im Hintergrund die Mucke. Boom, 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 boom. Kombinier das mal. Oder muss ich das hier, warte mal, aus diesem, genau, vielleicht liegt das an meinem Menüscheiß hier gerade, dass ich das wieder nicht hinbekomme. Hallo? Hast du etwas gehört? Mach doch einfach mal. Wie kann ich hier was benutzen? Das ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Fail. Jetzt, wieso ging das denn? Gerade eben ging das mal aus dem Menü raus. Voll doof. So, jetzt ist sie geladen. So, jetzt kannst du sie nehmen. Und jetzt können wir die beiden schön fotografieren. Dürfen mich aber nicht sehen. Was? Hast du etwas gehört? Können wir noch näher ran? So ein bisschen ein paar geile Fotos schießen? Scheiße. Ach, schade. Ja. Hat er das Foto dann noch aber gespeichert oder muss ich das jetzt nochmal machen? Du kannst Leuten Hausarbeit abnehmen und wirst dafür belohnt. Ja, aber erstmal muss ich ja nochmal jemanden umbringen, damit ich die Ohrringe finden kann, ne? Damit wir unsere Hausarbeit und so... Ich weiß nicht, ob er das Foto jetzt gespeichert hat. Es wäre sehr blöd, wenn ich das nochmal machen muss. Aber der Part ist sowieso jetzt gleich vorbei. Und dann zeigen wir das Jovita. Und die wird dann in Tränen ausbrechen. Weil sie anscheinend auf Onkel Tommy oder Pio oder wie sie den auch immer nennt, steht. Das ist natürlich nicht schön. Wenn man dann weiß, dass derjenige einen Norm und einen anderen vögelt. So. Das Fotopapier ist noch da, aber ich muss alles nochmal machen. Das ist meine Schuld. Aber das Foto ist fix und foxy fertig mit den zwei Betthasen im nächsten Part.